Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag beim My Time Report. Ja, wir wachen einfach mal auf und verlassen unsere Wohnung. Presley hat heute, nein, morgen hat Presley Geburtstag. Ich dachte schon heute und dachte mir so, hä? Ich war auch verwirrt. Aber nein, Presley hat jetzt morgen Geburtstag. Und wir werden ihm vielleicht was von A und G kaufen, je nachdem, wie teuer das ist. Aber Freundschaft mit Presley ist mir tatsächlich irgendwie wichtig. Aber ja. Wenn dir das Holz ausgeht, kannst du deinen Arbeitstisch benutzen, um Hartholz in gewöhnliches Holz umzuwandeln. Ach, da erzählst du mir aber was Neues, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Habe ich bestimmt schon 20 Mal gemacht, aber danke Spiel, dass du mich jetzt darauf hinweist. Darf ich das Haus verlassen oder ist heute wieder irgendjemand an der Tür stecken geblieben? Ja. Ich wüsste auch, also ich wüsste echt gerne mal, wo das hier im Portia sein soll, dieses Hintergrundbild. Da gibt es zwar so Blumen, aber keine Ahnung. Boah, cool, ich glaube, ich schaff's über die Türschwelle. Boah, ein Ack steht vor meiner Tür. Ack, hallo Ack, du kriegst ein Motor von mir geschenkt. Oh, du hast mir eine Menge Arbeit geleistet, finde ich aber nett. Ja, deine geliebte Lara, ich weiß schon. Hier hast du Motor. Ach ja, ich war wieder zu voll, Dinge wegzutun. Egal. Ja, ich weiß, dass ich nett bin. So, dann schauen wir mal, was wir für Baumschmarrn wieder bekommen haben. So. Ach, der hat auch den ganzen Schmarrn eigentlich. Ein Spielzeugroboter. Da muss ich irgendwann mal nachschauen, wie er das mag. Das Forschungszentrum hat was Nützliches in 2 Tagen. Und mein Inventar ist voll. Cool. Ja, dann laden wir das mal alles nach, würde ich sagen. Wir brauchen nämlich irgendwie dringend Bronzebahnen. Wir müssen bald mal Kupfer holen, aber das gibt es, glaube ich, auch in dieser einen Wüstenmine. Deswegen ist das ja jetzt nicht das Problem. So. Hier noch schön die Holzkohle nachladen. So, dann hast du wieder den ganzen Tag was zu tun. Viel Spaß. Ja, unsere Bronzerohrproduktion läuft auch. Was haben wir auf der Map, dass da so zwei so Dinge sind? Ach, sind nur Töff-Töffs und hier oben in der Baumschule will der Adit was. Okay, da werde ich im Laufe des Tages mal vorbeischauen. Und ansonsten gibt es ja nichts, was neu wäre. Aber eine Töff-Töff-Station haben wir ja schon, aber für die andere brauchen wir noch so Dinge. Faserstoff beispielsweise. Nee, da hatten wir sogar einen. Ich stelle trotzdem nochmal 10 her. Faserstoff kann man nämlich nie genug haben. Ja, du machst gerade nichts. Ich glaube, du bist unnötig. Ja. Holzbretter, ja, das läuft alles. Ich wollte ja jetzt den Alleschneider konstruieren. Ja, ich glaube, das macht man im Laufe des Tages. Ja, Ak, hast du schon wieder Sachen eingesammelt? Das gibt's doch nicht. Komm, wir schauen einfach mal hoch zu den anderen Heini, was der so Tolles will. Und heute ist Montag, das heißt, wir können uns einen neuen Auftrag holen. Vielleicht mal einen Asteria-Topf. Weil jetzt, wo wir sie anfertigen können, wäre das ja schon mal eine Idee. Ich glaube auch, dass sie von Albert sehr gemocht werden. Aber Albert ist ja. Es gab übrigens eine Instagram-Abstimmung und darin wurde beschlossen, dass wir Emily heiraten. Und zwar haushoch hat Emily gegen Dr. Xu gewonnen. Deswegen heiraten wir Emily. Wir werden sie mit Dünger und Kürbistorten beschenken. So. Darf ich da rein? Hallo, großes Pummelchen. Oh, cool, dass. Ja, dann kann das Siva vorbeikommen. Cool, dass wir deinen Pupsenbruder jetzt kennen. Wo steht der andere da? Hey, was willst du? Eine Sukkulente. Okay. Muss ich mal schauen, wo ich die herkriege. Wahrscheinlich von der anderen Heini kaufen. Ich glaube, das ist so ein Blumengesteck. Dann schauen wir jetzt einfach mal hier hin. Fahren mit unserem Töff-Töff hin. Und schauen, welche Aufträge es denn heute gibt. Und was wir so erledigen können. Jetzt sollten wir eigentlich eh überall hinkommen und alles erledigen können. Aber man weiß ja nie. Ja, Bushaltestellen sind auch ganz schwer zu überwinden.
Ja. Ich finde es gerade voll faszinierend. Ich habe eine neue Tastatur und die leuchtet so schön. Ist voll cool. Ich könnte den komplett dunklen spielen. Ich würde die Tasten immer noch sehen. Zumindest leuchtende. Also ganz ehrlich, also ich hätte die Tastatur nicht gebraucht, aber jetzt wo ich sie habe, ist sie ja so ein cooler Nebeneffekt, aber ich könnte auch ohne sie leben, aber irgendwie ist es schon cool, mal eine leuchtende Tastatur zu haben. Aber ich weiß halt, wo die Knöpfe sind, deswegen hat das Leuchten für mich nicht so die Hi. Funktion. Hey. You won't find a person as beautiful. So, hast du irgendjemanden? Nein, wir, sorry, haben nichts für dich, Bro. Das sind Aufträge dran. Das ist ein Portier-Auftrag. Genau unsere Stahlmuscheln, die nehmen wir zum einen mal. Ich erinnere mich. Zwei Sprinkler könnten wir machen. 500 und 21 Freundschaft. 100 und 10 Freundschaft. Vergiss es. 600 Asteria-Töpfe. Das wird halt mehr bringen als diese Kirchentusse da. Komm, wir nehmen die Asteria-Töpfe. Bye. Ja, keine Ahnung, wenn wir uns halt mit Sonja anfreunden, dann geht auch Emily mit hoch und das ist ja gut, weil wir sie heiraten möchten. Ich hätte nicht am Anfang nicht gedacht, dass wir Emily heiraten, aber nach 200 Folgen, wieso nicht? Es ergibt sich viel in 200 Folgen. Sehr viel. Ja. Hä, wer ist das da oben auf der Map? Möchtet ihr auch was? War doch gerade hier oben irgendwo einer. Okay, dann halt nicht. Habe ich mir halt eingebildet. Auch okay. Ah ja, Stahlmuscheln sind wirklich Stahlhüllen. Das habe ich mir inzwischen schon fast gedacht. Ja, cool. Und drei Asteria-Töpfe. Machbar, würde ich mal sagen. Und wir wollten hier noch was Großes einkaufen. Ich den Apfelbaum oder ähnliches. Zwei. Und hier brauchen wir drei. Oh, das kostet fucking Carbonsteuern. Mist. Ja. Kann ich irgendwas vollfüllen wieder? Du hast noch 16 Stunden. Dich sollte man wirklich mal vollfüllen. Nicht, dass man einer Carbonsteuern-Produzent noch ausgeht. Das wäre traurig. Ah, cool, du produzierst auch schön 3 Tage lang. Läuft. Ich möchte, glaube ich, so eine Alleschneider, dass ich einfach ganz viele Sachen herstellen kann. So, wie lange dauert denn noch? Okay, die müssen wir als nächstes auffüllen. Die haben hier alle nur noch 12 Stunden. Oh Gott, beeilt euch mal, ihr Holzkohlendinger. Ja, cool, mein Inventar ist voll. Kann ich halt die Holzkohle nicht aufheben. Passiert. Oh, ich habe die Asteria-Töpfe dabei, dann kann ich die ja gleich zur anderen Tusse bringen. Krieg ein bisschen Erfahrung und so. Da ist Nora, ich hoffe, dass die sich da gleich aufstellen und ein bisschen Zeugs verkaufen. Dass ich mir da so Samen kaufen kann. Also ich finde Mint nicht süß, ganz ehrlich. Möchtest du nicht den Auftrag? Sehr schön, ich hoffe, ich sehe dich bald in der Tafelrunde. Hallo Pinky, miau. Dieses Miau klang auch voll verzweifelt. So, bitte töte mich, ich bin eine pinke Katze, Hilfe. Ja, cool. Dann würde ich einfach mal sagen, schauen wir, ob wir jetzt unsere zwei Stahlhöhlen abholen können. Hey, da kommt unsere angebetete Emily. Mit ihr können wir die Woche auch wieder ein Date ausmachen. Was hoffentlich nicht so läuft wie das letzte. Wer es nicht gesehen hat, man muss es nicht sehen, es ist traurig. Hallo Emily. Hallo, hallo erstmal. Ist cool, ja, Kürbiskuchen findest du. Können wir nicht spielen, schade. Dann tschüss. Ach, ich glaube, wir haben heute eine Spielverabredung mit irgendjemandem, gell? Da war was. So, jetzt gehen wir zum Albert. Ich wollte dich in der Zwischenpause da schnell mein Inventar leer räumen, aber vielleicht gehe ich dann kurz heim und mach das. Und wir sollten uns ein bisschen aufs Kämpfen vorbereiten, weil ich glaube, dass wir in der nächsten Runde ein bisschen fighten sollten, aber weiß nicht. Right, huh?
Gut, gute Qualität. Ja, sag immer dasselbe. Hm. Ja, 20 Freundschaft, cool. Ja, Chincha, du bist auf jeden Fall der Mann von Chinchas Träumen. Ich sehe es jetzt schon. Albert und Chincha. Irgendwie spricht jeder Typ von irgendeiner Tusse. Und irgendeine Tusse von irgendeinem Typen. Zum Beispiel Sonja gerade von Mint. Albert von Chincha. Alu datet Nora. Dann die Phyllis hatte auch mit irgendjemandem was am Laufen. Mit irgendeinem Typen. Ich weiß nicht mehr, wegen dem sie gesessen hat auf der Bank. Das war letzte Folge. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch doch Albert, keine Ahnung. Ja gut, dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier meinen ganzen Shit eingeräumt habe. Und es weitergeht. Bis dahin, tschüss.